Der Film beginnt damit, dass wir uns Nancy Stokes vorstellen. Eine 55-jährige Frau, die sich nach dem kürzlichen Verlust ihres Mannes und ihrer Pensionierung in einem Zustand der Unzufriedenheit befindet. Ihr ganzes Leben lang war Nancy eine ehrenhafte Frau, die sich an die gesellschaftlichen Erwartungen gehalten hat, die an sie gestellt wurden. Ein Aspekt ihres Lebens blieb jedoch unerfüllt, ihre intimen Erfahrungen. Obwohl sie 55 Jahre alt ist, hatte sie noch nie einen guten Geschlechtsverkehr. Das ist es, was sie um jeden Preis ändern möchte. In der ersten Szene führt Nancy eine Online-Recherche durch und entdeckt eine hübsche Escort-Dame namens Leo Grande. Sie bucht sofort seine Dienste und mietet ein gehobenes Hotelzimmer, in dem niemand sie erkennen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist Nancy wegen der Begegnung etwas nervös, da sie noch nie zuvor mit einem Mann ausgegangen ist, geschweige denn mit einem völlig Fremden intim war. Sie hofft jedoch, dass sie durch die Zeit mit Leo endlich das Vergnügen erleben kann, das ihr gefehlt hat. Am nächsten Morgen erreicht Nancy früh das Hotelzimmer und versucht, sich einzuleben. Jede Minute, die verstreicht, steigert ihre Angst, da das erwartete Treffen näher rückt. Doch gerade als sie sich überfordert fühlt, steht Leo vor ihrer Haustür. Mit einer sanften Bitte bittet er um einen herzlichen Kuss auf die Wange, was Nancy sofort beeindruckt zurücklässt. Sie kann nicht umhin zu erwähnen, wie viel attraktiver er persönlich im Vergleich zu seinem Foto ist. Als Geste der Gastfreundschaft bietet sie ihm ein erfrischendes Getränk aus der Minibar an und die beiden unterhalten sich höflich. Währenddessen bemerkt Leo, dass Nancy zittert, also fragt er, ob alles in Ordnung sei. Als Antwort erwähnt sie, dass ihr der große Altersunterschied zwischen ihnen peinlich sei. Nancy beginnt über dieses Treffen nachzudenken, da sie glaubt, dass das, was sie tut, moralisch falsch ist. Leo, der Gentleman, der er ist, versichert ihr jedoch, dass alles in Ordnung sei. Er lobt auch, dass sie äußerst attraktiv ist und einen tollen Körper hat. Damit es ihr besser geht, küsst er sie sogar leidenschaftlich. Als Nancy ihr Selbstvertrauen wiedererlangt, beginnt sie, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie verrät, dass ihr verstorbener Ehemann der einzige Partner war, den sie jemals hatte, aber ihr Liebesleben war schrecklich. Er erlaubte ihr nie Oralverkehr, da er glaubte, dass dies eine Demütigung sei. Meistens küsste ihr Mann sie einfach auf die Stirn und schlief ein. Danach enthüllt Nancy etwas Schockierendes. Sie hat in ihrem Leben noch nie einen Orgasmus erlebt. Sie hat im Moment nicht vor, sich eins zuzulegen, da sie zu nervös ist. Leo versteht ihre Gefühle und versucht nicht, die Sache zu erzwingen. Stattdessen umarmt er sie fest und hofft, die erotische Flamme in ihr zu entfachen. Anschließend geht Nancy ins Badezimmer, um ihr neues Nachthemd anzuziehen, während Leo sich einen Schokoriegel schnappt und ihn isst. Als sie schließlich herauskommt, findet sie ihn verführerisch auf dem Bett liegend vor. Allerdings ist Nancy überhaupt nicht verlockt. Stattdessen erwähnt sie, dass ihr der Geruch der Schokolade, die er gerade gegessen hat, nicht gefällt. Aus diesem Grund geht der arme Leo ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen. Bei seiner Rückkehr teilt ihm Nancy mit, dass sie ihre Meinung geändert hat. Sie möchte keinen Geschlechtsverkehr mehr haben, da sie der Meinung ist, dass dies nicht das Richtige für sie ist. Sie sagt Leo, dass er mit dem Geld gehen kann. Er entscheidet sich jedoch, zu bleiben und mit ihr zu reden. Er erkundigt sich neugierig, warum eine schöne Frau wie sie beschlossen hat, eine Escort-Dame zu engagieren, wenn sie andere Männer leicht hätte anziehen können. Als Antwort verrät Nancy, dass mehrere Männer in ihrem Alter Interesse an ihr bekundet hätten, sie jedoch alle abgelehnt habe. Das liegt daran, dass sie nur junge Männer mag. Nancy erzählt dann mehr über sich selbst. Sie verrät, dass sie früher Religionsunterricht gegeben hat, aber einen Mangel an Führung und Sinn in ihrem eigenen Leben verspürt. Sie gesteht auch, dass sie für ihre beiden Kinder Opfer gebracht hat, aber selbst dann haben sie sich von ihr distanziert. Im Laufe ihres Lebens hat Nancy ihre eigenen Träume und Wünsche zurückgestellt und die Rolle einer pflichtbewussten Tochter, Ehefrau, Mutter und Lehrerin gespielt. Sie hat das Gefühl, dass sie ihr Leben damit verschwendet hat, dass sie immer versucht hat, die Dinge richtig zu machen. Nancy gibt auch zu, dass sie in Bezug auf ihr Aussehen unsicher ist, beeinflusst durch die Lehren ihrer Mutter über Eitelkeit. Leo versichert ihr jedoch, dass es vollkommen in Ordnung sei, selbstbewusst zu sein und seine körperliche Attraktivität zu schätzen. Während sich ihr Gespräch vertieft, entwickelt sich zwischen ihnen eine wachsende Zuneigung und Zuneigung. Nach einiger Zeit wird Nancy neugierig und fragt Leo, ob seine Mutter etwas über seinen Beruf weiß. Sie fragt sich, ob er eine schwierige Vergangenheit hat oder ob er vor schwierigen Umständen davongelaufen ist. Leo teilt mit, dass seine Mutter tatsächlich glaubt, dass er auf einer Bohrinsel arbeitet. Sie ist sich seines wahren Berufes überhaupt nicht bewusst. Er sagt weiter, dass die Erbringung intimer Dienstleistungen eine wichtige Aufgabe sei, sodass er sich bei dem, was er tut, nicht schuldig fühlt oder bereut. Als Nancy das hört, geht es ihr etwas besser und ihr wird klar,
dass sie nicht die Einzige mit diesen Wünschen ist. Sie wiederum verrät ihr bisher sinnlichstes Erlebnis. Es war vor 30 Jahren, als sie zusammen mit ihrer Familie in Griechenland Urlaub machte. Nancy begegnete einem gut aussehenden Kellner und fing an, mit ihm rumzumachen. Ihr romantischer Moment wurde jedoch abrupt durch die Ankunft eines Autos unterbrochen. Nancy denkt noch heute an diesen Kellner und bedauert, dass sie nicht mehr viel mit ihm gemacht hat. Je mehr sie ihre intime Vergangenheit teilt, desto entspannter wird sie. Leo spürt das und küsst sie abrupt. Überraschenderweise ist Nancy davon begeistert und gibt schließlich ihren Wünschen nach. Dann machen die beiden rum und haben eine wundervolle Liebessitzung. Ein paar Tage später kontaktiert Nancy erneut Leo und lädt ihn in denselben Raum ein. Sie hat niemanden eingeladen, da sie mit Leos bisherigem Service sehr zufrieden war. Sobald er ankommt, gibt Nancy ihm eine Liste erotischer Erlebnisse, die sie zum ersten Mal ausprobieren möchte. Dazu gehört auch der Oralverkehr. Leo bemerkt jedoch, dass Nancy absichtlich einen Orgasmus erleben von der Liste gestrichen hat. Als sie danach gefragt wird, erklärt sie, dass sie die Dinge Schritt für Schritt angehen möchte. Bedauerlicherweise ist Nancy erneut unsicher, ob sie sich Leo nähern soll. Die Situation wird noch schlimmer, als ihre übermäßig abhängige Tochter anruft, was ihre Sorgen noch verstärkt. Glücklicherweise ist Leo da, um ihr beim Entspannen zu helfen. Er massiert sie und tanzt sogar mit ihr, um ihren Geist zu beruhigen. Leo rät ihr, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, um alle ihre Wünsche in einer Nacht zu erfüllen. Während Nancy darüber spricht, dass sie ihre Jugend und verpasste Abenteuer für ihre Familie geopfert hat, spricht Leo schließlich über seine eigene Familie. Er verrät, dass er einen jüngeren Bruder hat, der beim Militär dient. Allerdings reden sie heutzutage nicht mehr viel. Nach einiger Zeit schlägt Leo Nancy vor, weitere Sitzungen mit ihm zu buchen, damit er ihr dabei helfen kann, ihren Stress abzubauen. Leider beleidigt dies Nancy, da sie glaubt, dass er nur des Geldes wegen hier ist. Leo verteidigt sich schnell, indem er zum Ausdruck bringt, dass ihm ihr Wohlergehen wirklich am Herzen liegt. Als Nancy das hört, fragt sie sich, warum jemand, der so charismatisch ist wie er, sich für die Arbeit in diesem Bereich entschieden hat. Und welche schwierigen Umstände ihn dazu veranlasst haben. Nancy vertritt veraltete Ansichten über Sexarbeiterinnen, die weit verbreitete Missverständnisse sind. Leo bestreitet jedoch ihre Annahmen, indem er behauptet, dass ihm seine Arbeit wirklich Spaß macht. Er schämt sich nicht für das, was er tut, weil er versteht, dass es anderen Glück und Nutzen bringen kann. Darüber hinaus umfasst sein Beruf manchmal mehr als nur Geschlechtsverkehr. Einige Frauen haben ihn um Massagen gebeten. Andere haben ihn für ein echtes Date gebucht und einige haben ihn sogar damit beauftragt, in der Küche Essen zuzubereiten. Während er weiter sein Arbeitsgebiet erklärt, wird Nancy aufgeregt und beginnt mit ihm Oralverkehr zu führen. Dadurch wird sie selbstsicherer und es kommt erneut zu einem Koitus bei den beiden. In der nächsten Szene haben Leo und Nancy ihren dritten Termin im selben Raum. Sie haben eine wundervolle Zeit und probieren verschiedene Positionen und Techniken aus. Mit jeder Minute wird ihre Beziehung stärker, und sie kreuzen mehrere Punkte von Nancys Wunschliste an. Nancy erlebt jedoch immer noch keinen Orgasmus. Nachdem die Liebessitzung vorbei ist, wird Nancy neugierig und versucht, in Leos Privatleben einzudringen, um weitere Informationen zu erhalten. Er lehnt dies jedoch entschieden ab und erklärt, dass seine Rolle ausschließlich darin bestehe, Fantasie zu vermitteln und nichts anderes. Doch trotz seiner klaren Grenzen überwältigt Nancys Neugier sie. Und sie beginnt, sich mit Leos Beziehungen zu seiner Familie auseinanderzusetzen. Nancy gibt zu, Leo online verfolgt und seinen richtigen Namen Connor herausgefunden zu haben. Sie äußert den Wunsch, außerhalb ihrer Sitzungen Freunde zu sein und rät Leo, seine Arbeit mit seiner Familie zu teilen. Leider macht ihn dieser Eingriff in die Privatsphäre wütend. Daraufhin zieht er sich schnell wieder um und sagt ihr wütend, sie solle ihn nicht noch einmal buchen. Er warnt sie außerdem davor, seine Familie zu kontaktieren oder seine persönlichen Daten preiszugeben und droht damit, sie als Kundin preiszugeben, wenn sie dies täte. Danach stürmt Leo aus dem Zimmer, kehrt aber noch einmal zurück, um sein Telefon zu holen. Während er danach sucht, erzählt er Nancy wütend von seiner problematischen Beziehung zu seiner Mutter. Er erzählt, dass seine Mutter ihn verstoßen habe, als er 15 Jahre alt war, weil sie ihn verachtete und dass sie den Leuten sogar erzählte, dass er tot sei. Als Nancy fragt, was er seiner Mutter angetan hat, wird Leo noch wütender und bringt seine Frustration über ihre Annahmen zum Ausdruck. Mit diesen Worten verlässt er endgültig den Raum. Ein paar Tage später bucht Nancy Leo als Entschuldigung und Abschiedsgeste für eine vierte Sitzung, aber dieses Mal möchte sie ihn in einem Café treffen. Während sie wartet, trifft sie auf Becky,
eine ehemalige Studentin, die zufällig als Kellnerin im selben Café arbeitet. Während sie sich unterhalten, kommt Leo und veranlasst Nancy, die Geschichte zu erzählen, dass sie aus geschäftlichen Gründen da sind. Die Kellnerin nimmt dann ihre Bestellung entgegen und geht, um den beiden etwas Privatsphäre zu geben. Nancy nutzt diese Gelegenheit sofort, um sich bei Leo zu entschuldigen. Sie verrät, dass ihr richtiger Name Susan Robinson ist und bedankt sich bei ihm dafür, dass er ihr dabei geholfen hat, Selbstvertrauen zu gewinnen und ihre Sexualität zu erkunden. Nancy erwähnt auch, dass sie Leos Dienste anderen Frauen in ihrer sozialen Gruppe empfohlen hat, von denen sie glaubt, dass sie genauso wie sie von seiner Hilfe profitieren könnten. Als Leo das alles hört, wird er glücklich und vergibt ihr sofort. Dann gesteht er, dass seine Mutter ihn verstoßen hat, als sie ihn beim Gruppenkoitus mit seinen Freunden erwischte. Selbst als sich ihre Wege kürzlich in der Öffentlichkeit kreuzten, weigerte sich seine Mutter, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Leo erwähnt auch, dass er seinen Bruder über seinen Job informiert hat und dieser damit einverstanden ist. In diesem Moment unterbricht Becky ihr Gespräch und verrät, dass Nancy in der Vergangenheit eine schreckliche Lehrerin war. Sie nannte die Schüler Begleiter, nur weil sie kurze Kleidung trugen. Als Nancy das hört, fühlt sie sich schrecklich und entschuldigt sich für ihre vergangenen Taten. Dann erzählt sie Becky, dass sie jetzt eine völlig andere Person ist, die erkannt hat, dass Vergnügen keine schlechte Sache ist. Plötzlich gesteht sie auch ihre Beziehung zu Leo und empfiehlt Becky sogar seine Dienste. In der nächsten Szene gehen die beiden ins Hotelzimmer und lieben sich leidenschaftlich. Dieses Mal erlebt Nancy endlich ihren ersten Orgasmus. Nachdem ihre Begegnung vorbei ist, teilt Nancy Leo mit, dass dies ihre letzte Sitzung sein wird, da sie alles erlebt hat, was sie wollte. Sie möchte jedoch, dass sie Freunde bleiben, und er stimmt gerne zu. Der Film endet, als Nancy in den Spiegel schaut und ihren Körper bewundert. Zum ersten Mal seit Jahren ist sie endlich verächtlich und glücklich.